Es ist mal wieder Serienzeit und diese Serie hier wird sich beschäftigen mit den Basislösungen von Sinus- und Kosinusgleichungen, wie sie hier als drei Teile dieser Serie schon mal an der Tafel stehen. Zweimal Sinus x, hier können wir ruhig nochmal das Mal und hier die Klammer rummachen, minus 1,5 ist gleich 0, wird das erste Beispiel sein. Sinus von 2x plus 5 gleich 0,4, Cosinus 2x plus 5 gleich 0,4 werden dann den zweiten und den dritten Teil markieren. Hier ist der Unterschied, dass hier in der Klammer nur ein x steht und hier haben wir tatsächlich eine mit Parametern nur so gespickte Funktion. Ich will mal auf das Grundproblem hier eingehen. Wenn wir uns vorstellen, wir haben hier Sinus, die Sinusfunktion. Wir haben ja hier zweimal Sinus, ne? Also rein Basisproblem hier. Und wir nehmen mal hier die Lösung, ne, Sinus x soll gleich 0,5 sein. Dieses hier ist meinetwegen 0,5, weil die Sinusfunktion geht ja von 1 bis hier unten bis zur minus 1. Da pendelt sie dazwischen. Und jetzt tun wir mal so, als wenn wir hier die Lösungen grafisch bestimmen. Wir tun mal so, sage ich deswegen, weil das natürlich alles andere als gezeichnet ist, aber ist ja wurscht. Jedenfalls können wir sehen, dass hier an der Stelle 0,5, der y-Wert 0,5 erreicht wird, hier, hier und hier. Ja, was können wir hier dran erkennen? Wir können erkennen, dass es in dem Bereich hier von dieser ersten Welle gibt es zwei Lösungen. Und diese Welle wiederholt sich ja bei den Sinusfunktionen. Und wir können erkennen, das natürlich nur, wenn man es zeichnet wirklich, dass dieser Zusammenhang hier besteht. Dieser Pfeil hier geht von der ersten Basislösung zur nächsten. Und der Abstand hier ist tatsächlich der gleiche wie der zwischen zwei Nullstellen und das sind halt tatsächlich 2π. Das bedeutet, wenn wir jetzt so eine Gleichung auflösen, Sinus x gleich 0,5, da würden wir normalerweise a Cosinus oder Sinus und dann die Umkehrfunktion markieren, also nicht Sinus hoch minus 1, sondern die Umkehrfunktion von Sinus bemühen, dann hätten wir 0,5 bei mir invers Sinus, hätten wir raus 30 Grad. Allerdings, ganz wichtig, wenn hier ein x steht, darf man nicht in Grad rechnen, sondern da muss man den Taschenrechner in RAD umstellen. Also nochmal 0,5 invers Sinus gedrückt, kommt raus 0,5235. Das wäre dann dieser hier. Und plus 2 Pi wären dieser hier. Und nochmal plus 2 Pi wären dieser hier. Und dieser hier, wie kriegen wir den? Und da kommt jetzt hier die Basisüberlegung dazu. Wenn wir von diesem Extrempunkt hier ausgehen, dann können wir sagen, okay, in diese Richtung hier ist der gleiche Weg zurückzulegen wie hierhin. Denn die Sinusfunktion und auch die Kosinusfunktion, die sind immer symmetrisch zu einem Extrempunkt. Würde auch mit dem hier funktionieren, aber hier liegen ja die Basislösungen tatsächlich da. Wir könnten das Ganze auch mit minus 0,5 machen, dann würden wir halt die beiden hier kriegen oder die. Ne? Das ist aber in dem Fall jetzt hier wirklich nur so theoretisch einmal. Und dann kann man, wenn man diese beiden Werte hier hat, also wenn man den ersten hat, kann man über den Extremwert den zweiten bestimmen. In diesem Fall hier von Sinus x gibt es sogar noch die Möglichkeit, das Ganze per Vokabel zu machen. Und bei diesen beiden hier wird das nachher nicht mit der Vokabel gehen. Okay, weil es so schön ist, werde ich jetzt das Ganze hier abwischen. Also abwischen ist sowas von schön. Und dann machen wir tatsächlich gleich dieses erste Beispiel. Und zwar schreiben wir hin. 2 Sinus von x minus 1,5 ist gleich 0. Holen wir alles auf, ne? Alles, was an dem x jetzt stört, holen wir auf die andere Seite rüber. Und zwar in der Reihenfolge der schwächsten Rechenarten. Erst das Minus, dann das Mal, als nächstes das von. Also plus 1,5 ergibt 2 Sinus x gleich 1,5. Dann teilen wir durch 2 Sinus x gleich 1/4. Dann kommt hier dieses a Cosinus bzw. Sinus Umkehrfunktion. Bei mir steht dieses Zeichen da am Taschenrechner, deswegen schreibe ich das mal hier hin. Normalerweise habe ich das gelernt als Arcus Sinus zu schreiben. Nur um das nochmal zu sagen. Dann passiert nämlich Folgendes, dass der dann x ist gleich, jetzt wird der Arcosinus von, oder der, die Umkehrfunktion von Sinus wird auf 1/4 angewendet und es kommt 0,2527 logischerweise gerundet raus. Und wichtig ist, dass hier dann plus 2 mal k mal pi hingeschrieben wird. So.
Das haben wir gerade eben gesehen. Kann man ansonsten auch noch meine Einführung Sinusfunktion bei Oberprima nachgucken, dass das halt die Periodizität von der Sinusfunktion ist. Von der nicht sonst wie gestreckten, gestauchten oder von der Frequenz her modulierten Funktion. Gut, das Ding nennen wir dann auch X1 als erste Basislösung. Und jetzt habe ich gesagt, dass wir bei der Sinusfunktion, wenn sie hier nur mit einem X daherkommt, dass wir dann relativ schön mit einer Vokabel zur zweiten Basislösung kommen. Gut, dazu will ich hier nochmal ganz kurz mehr Platz schaffen, dass ich nochmal diese Skizze einbaue. So, wir haben diese 0,5 hier rausgefunden. Das sind die 0,2. Und die Sinusfunktion geht halt los bei 0, hat eine Nullstelle bei Pi und bei 2Pi. Das heißt, der Extremwert ist bei Pi halbe. Der ist bei Pi halbe. So, jetzt kann man natürlich sagen, wir rechnen Pi halbe minus die 0,25. Dann haben wir den Abstand hier, den ich hier anzeichne. Und dann rechnen wir nochmal Pi halbe plus diesen Abstand und kommen dann hier zu dieser zweiten Basislösung. Ja, könnte man so tun. Machen wir mal kurz zu Fuß. Also Pi halbe minus 0,2527. Rechnen wir gleich. Pi halbe sind ja 1,57 minus 0,2527 sind 1,31. Das heißt, der Abstand hier, von hier nach da, ist 1,31. Das heißt, jetzt können wir, um den x-Wert hier rauszukriegen, rechnen Pi halbe plus 0,2527. Und das sind dann, halt, habe ich gesagt, 0,52527, das ist Quatsch. Plus 1,31, weil das war ja das, was wir hier unten rausgekriegt haben. Also rechnen wir wieder Pi halbe plus 1,31 und kriegen dann die zweite Basislösung x2 gleich 2,8808 plus 2kpi. Natürlich auch gerundet hier auf 4 Nachkommastellen. Ist so, dass ich das so häufig gesehen habe, dass ich davon ausgehe, dass das tatsächlich als Standard verwendet wird. Aber da kannst du auch nochmal nachgucken, in welcher, auf wie viele Nachkommastelle du das runden sollst. Gut. Ja, nun bin ich natürlich kurzzeitig mal überlegen. Ich habe nämlich noch eine weitere Form, wie man sich das merken kann. Ich dachte jetzt gerade, jetzt müssten wir eigentlich schon zu Ende sein. Auf diese 2,8808 kommen wir auch noch auf eine andere Art und Weise als über diese, naja, ich nenne das mal zu Fuß und es ist ja vielleicht ein bisschen mühselig, aber dafür anschaulich. Ich nehme das hier mal kurz weg. Das RAD kann auch ruhig weg. Und dann können wir hier uns auch noch mal überlegen, dass wir zu diesen 2,8808 auch noch anders hätten kommen können. Und zwar kann man für x2 sich merken, in dieser Geschichte hier natürlich, dass wir hier von der 0 plus 0,2527 und von hier von der zweiten Nullstelle minus 0,2527 rechnen können. Ne? x2 ist also auch Pi minus x1 plus 2kpi. Das ist für diese Geschichte hier sinnvoll, weil wir da die Nullstellen tatsächlich kennen. So kann man sich das merken. Man kann sich das allerdings auch über diesen Extremwert merken. Gut, damit soll dieses Video hier zu Ende sein und ich sage, nachdem ich das Schild ins Bild gehalten habe, tschüss und auf Wiedersehen!